Mit dem langweiligsten Rennen zum Schluss endet die Formel 1-Saison 2020. Zu Beginn des Jahres saß ich hier und habe überlegt, welches Team kommt auf welchen Platz im Ziel, und meine Analyse zu meinen Prognosen, die gibt es jetzt in diesem Video. Viel Spaß beim Zusehen! Ja, eine äußerst spannende Saison geht zu Ende, vielleicht abgesehen von Mercedes und Lewis Hamilton, die sowieso in einer ganz anderen Liga gespielt haben. Aber ich muss sagen, 2020, das hat richtig Spaß gemacht. So viele neue, alte Strecken und so viel Spektakel, so viele verschiedene Sieger, das gab es echt lange nicht. Aber wenn ich mir hier jetzt mal so meine Rangliste angucke, dann muss ich sagen, dass ich doch gar nicht mal so falsch lag, obwohl wir ja doch ziemlich viel Spektakel erlebt haben in diesem Jahr. Auf Platz 1 hatte ich getippt Mercedes. Am Ende waren es 573 Punkte, Red Bull als Zweiter 319 Punkte. Ich glaube, da lag ich nicht so ganz falsch. Also auf Mercedes wetten, das ist ein sicheres Ding. Da muss ich, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Also auf Platz 2, ganz interessant, hatte ich getippt, Ferrari. Und nach letztem Jahr hätte man ja auch meinen können, ja, das geht so weiter, bester Motor und tolles Auto und so. Aber das schien ja nicht so ganz legal gewesen zu sein, was da 2019 ablief, deshalb Ferrari am Ende auf Platz 6. Ich hatte gesagt Zweiter. Da sind sie ganz weit von entfernt. Wobei Leclerc ging ja, Leclerc war ja noch relativ gut, aber Vettel null Chance. Ferrari und Vettel nächstes Jahr, neues Auto, neues Glück. Auf Platz 3 hatte ich getippt Red Bull. Natürlich davon ausgehend, dass Ferrari deutlich besser ist, habe ich gerade eben erzählt. Aber an sich, ja, was soll ich zu Red Bull sagen? So gut wie Mercedes, waren sie nicht, ist klar. Aber auch meilenweit besser als der Rest dahinter. Und da wird es erst richtig spannend. Von daher, Red Bull, brauche ich nicht so viel zu sagen. Verstappen natürlich mega, mega viel aus dem Auto rausgeholt. Alex Albon, ja, schwierig. So, jetzt wird es richtig spannend, denn jetzt kommen wir ins Mittelfeld. Auf Platz 4 hatte ich getippt McLaren. Am Ende ins Ziel gekommen als Konstrukteurs Dritter. Grandios im letzten Rennen noch auf den dritten Platz wiedergekommen. Mega-Duell, Racing Point, Renault, McLaren. McLaren vielleicht nicht immer am besten gewesen, aber immer konstant in den Punkten und darauf kommt es am Ende an. Kaum Ausfälle gehabt, beide Fahrer immer ziemlich konstant gewesen. McLaren also auf Platz 3, Top-Team sind sie jetzt, Top 3. Und ich hatte gesagt Vierter, okay. Alles Ferrari schuld. Platz 5 hatte ich getippt, Racing Point. Ja, Riesendrama zu Beginn der Saison ja um Racing Point gewesen, der Tracing Point, der pinke Mercedes. Ja, am Ende kann man deshalb vielleicht froh sein, dass McLaren Dritter in der Konstrukteurswertung geworden ist, haben ein eigenes Auto auf die Beine gestellt und sind damit Dritter geworden. Und für den pinken Mercedes hat es nur auf Platz 4 tatsächlich gereicht, wobei man ja echt sagen muss, dass Racing Point ja jetzt nicht schlecht war. Also die waren, glaube ich, deutlich stärker als McLaren, haben aber immer wieder Fehler gehabt und Ausfälle und dadurch halt Konstanz siegt dann am Ende doch immer. So, auf Platz 6 habe ich getippt Alpha Tauri. Habe ich mich, glaube ich, ein bisschen mit vertan. Am Ende wurden sie Siebter, oder? Hinter Ferrari. Genau, ich habe gesagt, Alpha Tauri kommt noch vor Renault ins Ziel, weil Renault 2019 so schlecht war, aber Renault ja dieses Jahr eigentlich richtig stark gewesen. Ich weiß gar nicht, was ich über AlphaTauri noch so erzählen kann. Pierre Gasly, glaube ich, ein mega starkes Jahr mit dem Sieg in Monza natürlich auch so ein bisschen abgerundet. Mega stark von ihm auf jeden Fall. Danny Kwiat, glaube ich, auch vor allem in den letzten drei Rennen, wo klar war, dass er wahrscheinlich kein Cockpit fürs nächste Jahr bekommen wird, nochmal richtig stark gewesen. An sich auf jeden Fall ein Aufschwung. Also es war nicht mehr so, Toro Rosso fährt da hinten irgendwo im Feld rum, sondern Toro Rosso oder AlphaTauri, die waren tatsächlich auch mal auf dem Podium tatsächlich. Also von daher gute Leistung, aber am Ende hat es dann nur für Platz 7 gereicht. So, jetzt kommen wir aber zu Platz 7 und das ist bei mir Renault gewesen. Renault, vielleicht die Überraschung der Saison, richtig stark. Vielleicht zu Beginn der Saison, glaube ich, noch nicht so, aber dann wurden die immer und immer stärker und Ricciardo dann am Nürburgring war das, oder? Tatsächlich auf dem Podium hat das geschafft. Das Battle im Mittelfeld between Racing Point, McLaren und Renault war ja sowieso ziemlich, ziemlich eng und Renault vielleicht da am Ende mit ein bisschen Pech, wären sie am Anfang der Saison ein bisschen stärker gewesen, dann hätte man vielleicht auch McLaren attackieren können, denn McLaren und Renault generell irgendwie so auf einer Stufe, also mal waren die einen ein bisschen besser, dann die anderen, jetzt hier beim letzten Abu Dhabi McLaren wieder stärker, davor eher Renault ein bisschen stärker gewesen. Okay, jetzt kommen wir zu den Hinterbänkler-Teams. Ich hatte gesagt, auf Platz 8 haben wir Haas. Ich glaube, in der Realität ist es Alfa Romeo geworden. Auf jeden Fall natürlich auch die Kundenteams von Ferrari durch den Ferrari-Motor
geschwächt. Neunter hatte ich getippt Alfa Romeo. Tatsächlich wurde es ja ein bisschen besser, am Ende auf Platz 8 der Konstrukteurswertung. Ja, ich glaube, hier und da hat man gesehen, dass in dem Auto Potenzial steckt, aber so richtig eine Chance nach vorne zu fahren hatte man nicht. Ich glaube, zeitweise, es gab Rennen, ich weiß nicht mehr wann, aber da war man tatsächlich stärker als der Werks-Ferrari. Von daher gar nicht mal so schlecht für Alfa Romeo und somit 8. in der Konstrukteurswertung. Jetzt mein 10. Platz und der stimmt auch mit der Realität überein. Williams. Ich meine, man hat einen klaren Aufschwung gesehen im Vergleich zum letzten Jahr, war man nicht mehr ganz so weit weg. Und vor allem die Qualifyings von George Russell waren ja richtig, richtig gut. Aber ansonsten hat es halt einfach nicht gereicht. 0 Punkte in der Konstrukteurswertung. Und das ist leider das, was ich auch prognostiziert hatte. Halt mir fest, ich habe den 1. und den letzten Platz richtig getippt. Also ich meine, die Mitte, die ist ja auch uninteressant. Es geht ja nur darum, wer am besten und am schlechtesten ist. Von daher war das meine Analyse zu meiner Formel 1 Prognose 2020. Ich bin gespannt auf die kommende Formel 1 Saison. Ich bin gespannt, was da für Strecken und so erwarten. Ja, glaube ich, nicht mehr so viel tolle wie in diesem Jahr. Aber ich werde auf jeden Fall auch in der kommenden Formel 1 Saison eine Prognose machen und dann in einem Jahr hier sitzen und gucken, wie ich da so abgeschnitten habe. Ich meine, jetzt war das ja gar nicht schlecht. Ich hatte nur Ferrari halt komplett falsch getippt. Ansonsten hätte ich ja McLaren Racing Point richtig getippt und so. Aber naja, kann man nichts machen, das ist Prognosen, deshalb lieber keine Wetten abschließen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen beim heutigen Türchen meines Adventskalenders und morgen wird es dann endlich wieder weihnachtlich. Danke und tschüss.